Einen wunderschönen guten Morgen hier aus der Schweiz vom SBB Flirt Stadler Triebzug hier unterwegs von Sursee nach Luzern. Von der Rivet Games Strecke aus der Schweiz. Und ich würde sagen, wir setzen uns einmal rein in den Führerstand unseres Triebzugs. Elektrotriebzug von der SBB. Wir setzen uns rein und rüsten mal auf. Zunächst machen wir uns erstmal das Licht an, damit wir ein bisschen was sehen. Und einen Scheibenwischer aktivieren wir vielleicht auch noch. Den Fahrtrichtungswender in Neutralstellung, nachdem wir den Generalschlüssel auf freigestellt gestellt haben. Vorwärtsstellung, Türen rechts auf. So. Das passt soweit. Hier, wir sind die S1 nach Luzern. Das ist soweit so gut. Horn funktioniert hervorragend. Hier können wir sonst nichts weiter einstellen. Dann einmal geguckt, Spitzensignale haben wir hoffentlich. Jawohl, vorne dreimal weiß, hinten zweimal rot. Dann können wir die Tür noch schon wieder schließen. Klimaanlage ist auf schön warm. Führerstandspultbeleuchtung machen wir noch, lassen wir an. Und dann sind wir eigentlich soweit so abfahrbereit. Zugbremse lösen. Und wir fahren los. So. Genau, sind hier auf der Strecke Luzern-Sursee unterwegs. Machen uns mal die Instrumentenbeleuchtung noch ganz hoch. Und wir dürfen 140 fahren. Das machen wir auch direkt. Stellen uns den V-Sollstelle auf 140 ein. Und schalten die Leistung entsprechend auf. Okay, Ankündigung für 100. Und in 1,4 Kilometern müssen wir allerdings anhalten. Also einmal noch kurz hoch auf die 100 hoch. Okay, und wir müssen anhalten. Wir bremsen schon mal, gehen schon mal leicht rein in die Bremsstellung. Denn die Verhältnisse sind heute ganz, ganz schlecht, wie ihr seht. Und halten in Oberkirch an. Ja, es ist kalt, es ist nass, es schneit, es ist dunkel, aber wir versuchen hier gemeinsam sicher über die Strecke zu kommen und hoffen, dass alles gut läuft. So, da vorne müssen wir anhalten. Also bremsen wir. Sind sehr früh reingebremst. Sind schon eine Minute verspätet. Hervorragend, das fängt sehr gut an. So, mir ist aufgefallen, wir haben das ETCS noch gar nicht angemacht. Müssen wir gleich auch noch anmachen. Hat jetzt bisher ohne Sicherungssysteme gefahren. Gut, das ETCS von Rivet Games ist ein bisschen sehr verbuggt. Eigentlich kann man es auch auslassen, weil es eh nicht so ganz realistisch ist. Aber wir halten an und öffnen die Tür so. Dann, wo ging das denn noch gleich? ETCS. So. So, ist das jetzt an? So, Stufe 1. Wie ging das denn noch gleich? Jetzt war ich schon so lange nicht mehr in diesem Triebzug drin. Jetzt macht es die ganze Zeit bestätigen. Ah, genau, ja.
So. Funktioniert das jetzt? Ja, ne, irgendwie nicht so ganz, ne? Aber es ist auf jeden Fall jetzt an. Ah. Okay, also es ist auf jeden Fall an. Und irgendwie waren wir schon anscheinend zu schnell. Aber eigentlich dürfen wir 160 fahren. Verstehe ich nicht. Warum das ETCS da gerade rumgemeckert hat. So, jetzt geht's aber. Ja, schauen wir mal, ob wir jetzt eine Zwangsbremse bekommen oder nicht. Wie gesagt, das ETCS, das hier verbaut ist, von Rivet Games, das ist halt, sagen wir mal, programmiertechnisch nicht allzu prototypisch. Also so ganz realistisch ist das halt leider nicht. Aber sie waren stets bemüht. So, 1,5 Kilometer noch. Und wir bremsen mal langsam rein. Lassen wir mal ausrollen. Und jetzt bremsen wir. So, müssen glaube ich noch ein bisschen stärker in die Bremse rein. Vielleicht ganz stark. Ja. Ja, das kommt noch hin, glaube ich. Ja. Hat noch gepasst, finde ich. So jetzt müssen wir allerdings mal definitiv ein Foto noch machen. Einmal hier das Sichtfeld verkleinern, die Schärfentiefe runterstellen, den Fokus setzen. So, und jetzt gehen wir hier in die Helligkeitseinstellung und machen uns mal das Ganze hier ein bisschen künstlich heller. Jawohl, genau. Dann können wir nämlich auch ein halbwegs gescheites Foto machen. Sättigung meinetwegen auch ein bisschen hoch. Und hier einmal die Helligkeit, also praktisch die weißen Flächen erhöht. Vielleicht so von hier unten. Sieht irgendwie auch ganz hübsch aus. Vielleicht noch die Schärfentiefe ein bisschen runtergestellt. Genau. Dann haben wir noch den Effekt deutlich krasser mit der Hintergrundunschärfe, der Tiefenunschärfe. Einmal noch von dieser Seite. Und einmal noch. Wisst ihr was? Wie, seht ihr hier diese Schneeflocke? Vielleicht kriegen wir die scharf gestellt. Das fände ich irgendwie cool. Ja. Achso, oder ist das einfach nur. Nee. Schon eine Schneeflocke. Na gut, dann nicht. Das finde ich auch ganz cool, so als Perspektive. Vielleicht irgendwie doch so. Okay, ich spiele damit viel zu viel rum in den Videos, damit langweile ich euch bestimmt. So, auf jeden Fall Fahrgäste zu- und absteigen lassen. Bremse können wir schon mal ein bisschen lösen. Genau. Wir können die Türen schließen. Und auf geht's. So, 5 Kilometer, bis wir in Sempach-Neunkirch ankommen. Das heißt also, wir können jetzt erstmal ordentlich durchziehen. Vielleicht noch ein bisschen den Sander mit dazu benutzen. Müsste, glaube ich, Taste X, genau. Hat sogar einen Sound. Ja, so.
Und jetzt einmal Vollleistung aufgeschaltet. Ruhig noch ein bisschen Sand mit dazu benutzen, damit wir bloß nicht ins Schleudern kommen. Und versuchen jetzt mal die 160 auszufahren, unser V-Max. Schaffen wir nicht ganz. Wir müssen jetzt gleich genau runter auf 125. Sehen wir hier, ist uns angekündigt. Wir sehen die Distanz und wir sehen hier das Ziel bzw. die Bremskurve, die wir halt einhalten müssen in dieser Distanz. So, jetzt läuft die Bremskurve runter und wir müssen schauen, dass wir nicht die Bremskurve überschreiten. Genau, haben wir perfekt geschafft. Wir können ruhig den V-Sollsteller auf 125 dann runterstellen und jetzt ein bisschen Leistung aufschalten. So, jetzt haben wir noch 2 Kilometer, bis wir anhalten müssen. Also können wir jetzt schon mal die Leistung abschalten und ein bisschen rollen lassen. Was nun? Genau, Ankündigung auf 120. Und wir müssen jetzt mal auf jeden Fall anhalten. So, schauen wir, dass wir 60 ungefähr am Bahnsteigsanfang fahren. Ja, ein bisschen Verspätung haben wir, glaube ich, aufgeholt. Minimal. So, Sempach Neunkirch, Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und wir halten an. Schauen wir, dass wir unter der Überdachung hier anhalten oder neben der Überdachung, damit unsere Fahrgäste und Gästinnen nicht nass werden. Ja, das passt, glaube ich, ganz gut. Türen auf. Ja, so. Auch hier sieht das sieht wieder auch ganz hübsch aus, muss ich sagen, für ein Foto. Ja. Schön hier auch so mit dem Schnee. Herrlich. So. Ja, so sieht das von weit oben aus. Also Sichtweite, sagen wir mal, nicht allzu hoch. Und auf geht's. Nächster Halt ist Rothenburg in 5 Kilometern. Nicht zu verwechseln mit Rothenburg, das auch in Deutschland existiert. Gibt es auch einen sehr berühmten True Crime Fall, der mit Rothenburg zu tun hat, auf den ich jetzt nicht weiter eingehen werde. Aber vielleicht ist dementsprechend dem einen oder anderen Rothenburg auch dadurch bekannt. So, wir fahren die 120 aus. Am BÜ vorbei.
Ja, FPS-technisch gerade nicht besonders viel, was der TSW hergibt, aber gut, das liegt auch so ein bisschen vielleicht an den Verhältnissen, gerade in denen wir fahren. Also an dem Schnee und dem und den Regenanimationen. Die ja verbessert worden sind für nicht alle Fahrzeuge, aber für den Vectron zum Beispiel haben wir da ja neue Animationen mittlerweile, die deutlich schöner aussehen als das, was wir jetzt gerade sehen. Es sieht, glaube ich, schöner aus, wenn man die Bewegungsunschärfe ausstellt, aber ich finde es irgendwie immersiver mit der Bewegungsunschärfe. Gefällt mir immer ein bisschen besser tatsächlich. So, KI-Verkehr auch im Start. 2 Kilometer noch. Und wir fangen an zu bremsen. Versuchen natürlich nach Möglichkeiten nur die E-Bremse zu benutzen. Auf 700 Meter. Das passt ganz gut und es kommt vielleicht sogar pünktlich an. So, 60 sind jetzt gleich erreicht. Genau, haben wir. Da vorne kommt auch schon der Bahnsteig. So, und dann halten wir an. Sind ja in Einfachtraktion unterwegs, das heißt also, wir müssen nicht komplett bis nach vorne durchfahren. Oh, eine halbe Minute zu spät. Ich glaube, das ist für Schweizer Verhältnisse in Ordnung. Kann ja ganz kurz mal einmal durch den Zug wandern und ziehen kurz ein. Alle im Dunkeln hier. Ups. Ja, Zuglichter. Vermutlich hier irgendwo. Fahrgastraumbeleuchtung. Dann gucken wir uns gleich die Fahrgastraumbeleuchtung an. So, in 1,7 Kilometern halten wir dann in Rothenburg-Dorf. Lassen ein bisschen rollen und dann können wir gleich schon wieder anfangen zu bremsen. Gleich dürfen wir eh nur noch 90 fahren hinter Rothenburg-Dorf. Also wird sich das ETCS jetzt gleich auch melden und uns eine Bremskurve anzeigen. Ja. Und da vorne ist der Bahnsteig. Gucken, dass wir wieder mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Das haben wir geschafft. Und halten jetzt hier an in Rothenburg-Dorf. Nehmen wir mal die Zugbremse mit dazu.
und sanden. Jawohl, haben wir geschafft. So, jetzt können wir mal einen Blick in den Fahrgastraum werfen. Jawohl, jetzt haben wir auch die Lichter an. Und so sehen nach Luzern. Jawohl. Die ist halt Emmenbrücke, Gersack, Gleis 2 in 1,5 Kilometern. Ja, haben wir schon mehr als die Hälfte der Strecke hinter uns. Auch interessant auf jeden Fall diese Linienführung. Statt dass man hier gerade durchfährt, einmal hier diesen großen Bogen nimmt. Das müssen wir nochmal fototechnisch festhalten. So vielleicht. So. Herrlich. Kilometer noch. So, und dann halten wir jetzt gleich an. Ich mag es ja doch sehr, in so einem Wetter zu fahren. Es ist sehr herausfordernd und gleichzeitig ist es halt aber auch sehr, sehr stimmungsvoll, finde ich. Es hat so eine sehr schöne, fast schon gemütliche Atmosphäre, muss man sagen. Tür zu. Türen sind zu und jetzt sollen wir sogar noch warten, ein paar Sekündchen. Das heißt also, wir sind wieder im Fahrplan drin. Gut, hätten die Türen natürlich ein bisschen länger noch auflassen können. Hier noch ein Fahrrad abgestellt. So, und dann können wir schon mal anfahren. Nächster Halt Emmenbrücke. Und zwar in 800 Metern. Und da ist auch schon der Bahnsteig. Und wir bremsen. Jawohl. Das sieht, glaube ich, sehr gut aus. Müssen wir die Zugbremse nicht benutzen. Wie ist das in der Schweiz? Gibt es da Regularien? Muss man die Zugbremse trotzdem benutzen oder reicht es, die E-Bremse zu nutzen, wenn man es kann?
So, das passt doch perfekt. So, hervorragend. Das war doch ein guter Halt. Ja, das sind wir. Können aber hier durchfliegen durch unseren Zug. Hier eine britische Strecke. Willkommen in West Cornwall. BR204. Und hier vorne die erste Klasse. So, jetzt können wir die Türen auch mal schließen. So. Und fahren los. Pünktlich. Nächster und letzter Halt ist dann Luzern in 3 Kilometern. Vermutlich, dass wir gerade kurz geschleudert haben. Oder ins Schleudern geraten sind. Cool. Jetzt bin ich mit der Kamera hier reingeflogen. Jetzt haben wir tatsächlich so eine Innenperspektive. Das haben wir normalerweise im TSW nicht. Das ist cool. Also die Straße ist komplett auch hier vereist, ne? Das gefällt mir sehr, die Perspektive. Jetzt kann man nun leider nicht viel sehen, weil es halt zugeschneit ist. So, gleich dürfen wir nur 60 fahren. Genau, da läuft jetzt die Bremskurve runter. So, 60 sind erreicht. Können wir uns auch mit dem V-Sollsteller einstellen, dass wir auch nicht die 60 überschreiten. Und können dementsprechend erstmal wieder Leistung aufschalten. Unser Signal zeigt Fahrt an. Der Mond? Ich glaube schon. Hier einmal das Chateau Gütsch heißt das, glaube ich. Mit der Zahnradbahn, mit der man hier hochfahren kann. Wow. Was war das denn? Sehr schön. Einmal wieder rein in den nächsten kleinen Tunnel. Oh, wir dürfen sogar 80 fahren jetzt gerade. Aber gleich sowieso nur 40, von daher können wir ein bisschen runter mit der Leistung.
Genau, wird uns jetzt hier angekündigt. So, hervorragend. Aha, wir sind zu schnell. Und dann sind wir in Luzern, wo unsere Fahrt heute enden wird. Ja, schön wäre natürlich, wenn jetzt hier mehr KI-Verkehr wäre. Also wenn wir jetzt nicht nur die Flirts hätten, sondern auch irgendwelche Intercity-Wagen oder Eurocity-Wagen in die Schweizer Einheitswagen, das wäre mega cool. So, der Zug fährt wieder zurück nach Sursee um 7.44 Uhr, das heißt also in gut einer halben Stunde. Und wir sind tatsächlich pünktlich angekommen. Sogar noch. Sogar überpünktlich. So, dann können wir hier an dieser Stelle den Scheibenwisch auch ausmachen. Und bis vorne ranfahren zum Prellbock. Schauen, dass wir den Prellbock nicht küssen. Das sieht doch sehr gut aus. Zugbremse rein, Türen auf. Und mit dem Bild verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht es gut. Ciao, ciao.